Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, eigentlich sollte ich jetzt gar nicht aufnehmen, denn es ist viel zu spät. Aber meine Lust ist gerade größer als meine Vernunft und ich habe nämlich leider gerade zurzeit kaum Zeit aufzunehmen. Ich habe zwar total viele Singularity Parts fertig, aber das war's auch. Und die anderen Projekte sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Und wen es interessiert, Singularity ist schon durch in irgendwas mit 27 Parts oder so. Ich weiß es nicht mehr, 24, 25, 26, 27 Parts ist es durch. Optional, sprich mit Arnegir? Ach Moment, ganz oben soll noch irgendwas sein. Fällt mir gerade so nebenbei auf, hat mir irgendwer geschrieben. Ich weiß es wieder nicht, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Auf jeden Fall, Hi Drache. Haben wir das letzte Mal mit ihm geredet, richtig? Und es ist gerade 23 Uhr und also nicht in der Skyrim-Zeit, sondern in meiner Zeit. Deswegen sollte ich auch schon längst schlafen gehen und was weiß ich nicht was. Habe ich aber jetzt gerade keine Zeit zu, keine Lust zu und was weiß ich nicht was. Und ich will einfach mal wieder aufnehmen. Also, ich versuche jetzt diesen Berg zu erklimmen. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, den ich hier gerade einschlage. Aber ich probiere es einfach mal. Hallo? Ich back mich hier hoch. Ich habe damit kein Problem. Hallo? Sprung, Sprung, Sprung. Sieht noch so ein bisschen gewollt. Oh, was ist das? Achso, das sind einfach nur Steine. Okay. Okay, das hier sind nicht mehr einfach nur Steine. Moment. Wir haben eine Spitzhacke. Die nehme ich mal mit. Aha. Oh, mit Schmackes. Oh, haust du hier aber Gegenstände ab. Wie lange geht das denn jetzt? So. Okay. Okay, diese Erzader ist erschöpft. Jetzt kann ich hier auch noch mehr abbauen, oder was? Okay. Wusste ich bis jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Hatten wir... Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Wunderbar. Ist genau das, was ich wollte. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Hm. So, dann haben wir das da abgebaut. Dann machen wir das hier als nächstes. Sieht auf jeden Fall... Na, ich muss sagen, sieht ein bisschen kryptisch aus. Oder müsst ihr zugeben. Also diese... Ich hole nicht mal Schwung, sondern schlage mit 1 Meter Anlauf... Mit weniger als 1 Meter Anlaufweg da drauf. Sieht ein bisschen lieblos aus, aber naja, gut, egal. Will ich jetzt hier nicht drüber meckern. Ach komm, ist er weit weg damit. Fallen lassen, zack. So, aber irgendwas soll hier oben sein. Also ich meine, ein Typ oder sowas wurde mir gesagt. Aber was mir gesagt wird, ist sowieso oft nicht das, was auch so wirklich stimmt. Aber naja, gut. Da will ich jetzt mal, ja. Also mir werden oft Sachen gesagt, die nur zum reinen Verarschen sind. Oder die ich nicht verstehe. Das kann natürlich auch sein. Also entweder ich bin zu doof dazu, das zu finden, oder ja. Also ich will natürlich den Leuten, die mir hier helfen, nichts zu unterstellen. Also so ist es ja nicht. Aber hier soll noch irgendwas sein. Auf der Spitze. Ey, übrigens, geh mal auf die Spitze, da ist noch jemand. Da war eine Spitzhacke. Das war's. Ist das jetzt vorbei? Hier ist nichts mehr, oder? Aber wenn hier nichts mehr ist, dann... Jetzt komme ich hier nicht mehr hinter. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr. Ach, geil. Hallo? Ja, backen wir uns den Berg entlang. Damit habe ich ja Erfahrung. Ja, ja. Das ist die Frage. Ja. Da ist unser Drachenfreund. Ja, das ist ja schön und gut, aber... Apropos, komm her. Okay. Ja gut, also auf der Spitze scheint keiner mehr zu sein. Jedenfalls niemand, den ich jetzt irgendwie... Ja, niemanden, den ich jetzt ansprechen kann. Oh Gott, ich soll da runter. Das war ja ernst. For real? Fragezeichen. Moment mal, was ist das denn da unten? Ist das... Sind das die Graubärte? Oh, das sieht so aus, als würde ich hier einfach sterben, wenn ich da runterspringe. Und es sieht so aus, als würde ich schon festhängen. Wunderbar. Quick Save an dieser Stelle mal. Und ich befürchte, dass ich jetzt... Ja, entweder ich komme hier gar nicht mehr weg. Wonach es gerade aussieht. Doch, jetzt. Und wir... Ja, wir rennen einfach den Berg entlang. Also hier, Mount Everest klettert... Kann ich fliegen? Das sah gerade so aus. Mount Everest Kletter sind für den Arsch. Der neue Bergexperte ist diese nette Hochelfin namens Surelda. Der kann man anscheinend nichts vormachen. Die kann einfach mal den Berg im 90-Grad-Winkel runterlaufen. Ja.
brauche dafür nicht mal Heilung. Na gut. Also, wir sind wieder hier und sollen jetzt mit irgendwem sprechen, wenn ich das jetzt nicht ganz aber kein Feld, ja, aber kein Stein erklimmen können. Ist klar. Gut. Reden wir mit unserem lieben, ich weiß es nicht. Irgendwas mit A. Aengir. Agir. Agur. Agir. Es tut mir übrigens auch leid, wenn ich Tipps vergesse. Manchmal vergesse ich Tipps auch. Ja. Aber egal. Wir sind Stufe 18. Fast 19 und der Ladescreen. Ach egal, ist ja schon zu spät, ist ja schon weg. So, wo haben wir denn den, mit dem ich sprechen soll? Ich habe gerade eine Vase kaputt. Ne, die ist nicht kaputt. Unzerstörbare Vasen, wunderbar. Aber hier muss ich auch nicht lang. Aber das scheint hier immerhin im Gebäude zu sein. Da haben wir ihn auch schon. Das ist Arngair. Ihr habt also mit Patunas gesprochen. Ja. Das Drachenblut brennt hell in mir. Ja. Hat er euch erzählt, was ihr wissen wolltet? Nein. Ja. Hat er euch den Drachenfallschrei beigebracht? Nein. Nein, aber er hat mir verraten, wie ich es herausfinde. Dann sei es so. Wenn er der Meinung ist, dass ihr das lernen müsst, dann beugen wir uns seiner Weisheit. Ich brauche die Schriftrolle der Alten. Wisst ihr, wo ich sie finden kann? Wir haben uns nie selbst mit den Schriftrollen beschäftigt. Die Götter selbst würden berechtigterweise davor zurückschrecken, sich an solchen Dingen zu schaffen zu machen. Wo ihr sie finden könnt? Solche Gotteslästerungen gehörten schon immer zum Tagesgeschäft der Magier von Winterfeste. Vielleicht können sie euch etwas über die Schriftrolle der Alten erzählen, die ihr sucht. Alles klar. Gibt es einen anderen Weg, Alduin zu besiegen? Vielleicht nicht. Aber dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Was bist du denn für ein Schwarzer, ja? Einen Moment. Okay. Da wollte meine Nase jucken. Ja, das geht ja mal ja nicht. So, ja, wir müssen dann mal schauen. Die Himmelsmagier. Die Magier von Winterfeste. Da wollte ich sowieso mal wieder hin, um mal ein bisschen wieder was zu lernen. Eventuell können wir nämlich jetzt... Obwohl, das ist ein bisschen teuer, ne? Ja, das ist ein bisschen teuer. Ja, wie mache ich das denn? Ja, ist ein bisschen teuer, ne? Ich hätte mir das vielleicht ein bisschen aufsparen sollen. Weil ich... Leck. Ich habe mir überlegt, am Anfang habe ich ja ganz wenig für die Lernstunden bezahlt. Hätte ich diese Lernstunden jetzt erst gemacht, wenn ich zum Beispiel Zerstörung schon auf 60 gehabt hätte, wäre das dann trotzdem noch so billig geworden? Oder geht das mit der Stufe mit? Also, ich habe auf Stufe 60 Zerstörung, ob das dann den teure Grad halt für die 60er hat. Oder ist es wirklich je nachdem, wie oft du das lernst? Das, ich weiß nicht, ob ihr mich gerade versteht. Oder ob ihr versteht, was ich meine, aber für mich klingt es gerade plausibel, was ich sage. Das heißt aber auch nichts. Ich suche auf jeden Fall jetzt mal unsere liebe Fareldchen. Was ein Wortwitz. Aber irgendwie suche ich die gerade erstmal. Hier. Moment mal, hatten wir nicht eben zu viel Erz, dass ich nicht mehr laufen konnte? Hä? Also ich erinnere mich, ich meine, also ich... Ach so, ja, ich habe das Schild weggeworfen, ich Idiot. Ja, vergesst es, ich habe nichts gesagt. Diesen Satz schneide ich am besten raus. Nein, natürlich nicht, aber... ja. Wir haben schwierige Zeiten überlebt und sind dadurch bessere Magier geworden. Das verdanken wir euch, Erzmagier. Juhu, ich hab euch schlecht... Da ist er doch! Verdammt doch, war. Damit hatte ich jedenfalls nicht gerechnet. Trainieren. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Das habe ich gemeint. Das kostet mich relativ viel. Extrem viel Geld losgeworden, ja, aber dafür habe ich meine Magie ein bisschen erhöht. Weil, eventuell, ich muss mal eben gucken.
Stufenfortschritt. Was hätte ich denn? Magic, ja gerne, danke. Zerstörung 70. Hallo? Wie viel Zerstörung 70 da? Wir haben Talente zu verbessern, mehrere. Wie sieht's denn hier aus? Erfordert 75. Puh. Puh, verdammt. Ja, so viel Geld für 75 habe ich nicht mehr. Auflösen. Eiskälte. Frostschäden lähmt das Ziel. Ich benutze Frost so gut wie gar nicht. Sorry. Hier habe ich doch mal Beschwörung. Genau, Beschwörung wollte ich doch mal weiterführen. Obwohl, das habe ich jetzt natürlich nicht. Moment, genau, das ist die Idee. Moment mal, wo ist denn Beschwörer? Haben wir irgendwo. Wer konnte denn uns Beschwörung lernen? Ich hab's verlehren. Ich hab's vergessen. Wer konnte. Bist du oder Beschwörer? Das Auge von Magnus. Illusionist ist das. Verdammt. Okay, dann gucken wir nochmal oben. Sorry, dass der Part jetzt hier nur rumgerennen wird, aber das ist doch auch mal wieder wichtig, ein wenig zu gucken. Meine Zauber aufzustoppen. Wo ist denn hier verdammt nochmal irgendwer? War hier denn nicht irgendwer noch? Kein. Moment mal, wo kriege ich denn? Ach, verdammte Hacke nochmal. Okay. Suchen wir anscheinend draußen nach dem Beschwörer. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Scheiße. Wenn ich das noch wüsste. Ja, wenn ich das noch wüsste, ganz ehrlich mal. Irgendwer war das, ja, irgendwer. Ich weiß noch nicht mehr, wer. Arg. Mal auf hier. Haben wir irgendeinen Typen, der mir Beschwörerzauber beibringen kann? Du da. Ich glaube, wir könnten das halbe Ostmarsch sprengen. Verzauberung unterrichten. Die Leute noch zu uns kommen, um Sachen verzaubern zu lassen. Auch nicht. Okay, gucken wir also. Das Arcanium, nee. Gemächer des Erzmagiers, aber das, da dürfte der eigentlich auch nicht drin sein. Das sind ja schließlich meine Gemächer. Ey, wehe, jetzt ist hier jemand in meinen Gemächern. Ich glaube, es hackt. Einmal schauen, ob jemand drin ist. Hallo? Jemand da? Nee, aber dürfte auch keiner da sein. Okay, die Pflanzen wachsen immer noch nicht nach. Ich meine, mich sogar erinnern zu können, dass mir jemand geschrieben hatte, dass sie irgendwie irgendwann nach war. Ich habe einen Bogen weggeworfen anscheinend hier mal. Irgendwann scheinen die nachzuwachsen, aber das ist halt wirklich nur sehr selten. Was schade ist, aber ist ja auch klar, also so, jetzt, wenn wir das mit dem wirklichen, realen Leben vergleichen, oh Gott, wie kann er das nur tun? Es ist ja auch so, dass Pflanzen, wenn du sie rausrupfst, ja irgendwie ein bisschen was brauchen, um nachzuwachsen, ne? Was war das denn jetzt? Grafikfehler, FTW. So, wer kann mir denn, ach so, zu dem müssen wir, ja, da würde ich ja gar nicht es hin. Es gibt nur diese Sache. Ja, das wollte ich wissen. Was habt ihr zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden Bücher. Können. Streitachsbogen. Dedra-Verbannen. Moment mal, Feueratronage beschwören. Frostatronage beschwören. Moment mal, wir haben. Ist das geil? Wir haben neue. Hier, der hier auch. Beschwörender Bogen. Sorry, bevor ich zu dem anderen gehe, muss ich ganz schnell weg hier. Mir ist da nämlich gerade, mir kommt da gerade ein Gedanke. Anscheinend bin ich, mir ist das aufgefallen, dass, dass ein wenig Kapitel über, also, ja doch, kapitelübergreifend geht. Desto höher ich natürlich im Kapitel komme, desto mehr Bücher werden mir freigeschaltet, die ich kaufen kann. Und da ich jetzt neue Drache. Wo? Ich habe einen Drachenschrei gehört, ich würde gerne wissen. Da ist er. I've seen you. Da ist er. Okay. Frage ist, kommt der runter oder nicht? Okay. Schlecht jetzt eigentlich. Soll ich jetzt noch ein Part aufnehmen? Ja, ich muss wahrscheinlich noch ein Part aufnehmen. Egal, gut, komm runter. Hi Schattenfell, du kannst mir gerne helfen. Ach, komm runter. Ja, hi. Aber wieso sind das denn Feuerbälle? Scheiße. Ah.
Ich wollte gar keine Feuerbälle schießen. Hi. Wieso sind hier eigentlich keine Wachen? Ja, ich kann auch Feuer schießen. Wieso sind hier keine Wachen? Oh Gott, die Wachen sind schon tot. Verdammt. Blutdrachen. Okay, ich muss ein bisschen Mana recken. Magicka recken, Entschuldigung. Ja, bevor der schießt, muss ich halt immer unterbrechen. Das zum Beispiel ist ganz schlecht. Anscheinend habe ich gerade einmal daneben geschossen. Scheiße. Gesundheit. Was? Wer schießt denn da noch auf mich, oder was ist das? Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt. Versuchen wir es mal mit... Wisst ihr was? Reicht's jetzt hier? Habt ihr noch gar nicht drin, ne? Scheiße. Ja, dann machen wir unermüdliche Macht. Was zum Teufel? Okay, ganz schlechte Idee.